Im letzten Video haben wir uns mit der Binomialverteilung beschäftigt. Jetzt werden wir die Binomialverteilung dazu verwenden, auf die Normalverteilung zu schließen. Wir beginnen damit, dass wir die Binomialverteilung für große n betrachten. Also hier in unserem Beispiel ist n gleich 720. Das zugehörige Säulendiagramm zu dieser Binomialverteilung sehen wir auch hier gleich eingezeichnet. Wir wissen jetzt auch, dass der Flächeninhalt der Säulen der Wahrscheinlichkeit entspricht. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Flächeninhalt betrachten, wissen wir, das entspricht der Wahrscheinlichkeit mindestens 130, aber höchstens 140 Sechserzuwürfe. Schauen wir uns jetzt genauer an, was mit der Binomialverteilung passiert, wenn das n immer größer wird. Die GeoGebra-Datei, die ich verwende, findest du hier, wenn du in dem PDF auf diesen Link drückst. So, hier sehen wir das Säulendiagramm einer Binomialverteilung für n ist gleich 30. Lassen wir dieses n jetzt größer werden, dann sehen wir, dass das Säulendiagramm immer mehr die Form einer Glocke annimmt. Über dieses Säulendiagramm können wir jetzt eine Funktion drüberlegen, die diese Glockenform beschreiben soll, die sogenannte Glockenkurve. Wir sehen jetzt auch, dass für kleine n diese Glockenkurve nicht sehr gut passt. Je größer das n aber wird, desto besser beschreibt diese Funktion den Verlauf des Säulendiagramms. Diese Abbildung mit der Funktion haben wir auch auf dem Arbeitsblatt. Also, hier sehen wir die Glockenkurve, die über das Säulendiagramm gelegt wurde. Wir sehen, bei n ist gleich 720 passt diese schon ganz gut. So, gehen wir weiter. Was können wir mit dieser Funktion anfangen? Wir wissen ja, dass der Flächeninhalt des Säulendiagramms der Wahrscheinlichkeit entspricht. Da die Funktion aber den Verlauf des Säulendiagramms sehr gut beschreibt, könnten wir diese Funktion doch auch verwenden, um den Flächeninhalt auszurechnen. Also, wie gehen wir vor? Wir wissen ja schon, wie wir die Fläche unter einer Funktion berechnen können, und zwar mit Hilfe des Integrals. Das bedeutet, wollen wir jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen, mindestens 130, aber höchstens 140 Sechser zu würfeln, müssen wir ein Integral bilden. Also, wir haben das Integral von 130 bis 140 von f von x dx. Und damit haben wir auch schon eine Näherung für diese Wahrscheinlichkeit erhalten. Im nächsten Video werden wir uns mehr mit der Funktion f beschäftigen und seine Eigenschaften erkunden. Ich hoffe, du hast viel gelernt und bis zum nächsten Mal.